Die LEFFEK Industrie GmbH projektiert und baut seit 2000 Rückkühlsysteme für Leistungselektronik und Elektrotechnik. Die wichtigen Parameter bei der Halbleiterkühlung sind Leitfähigkeit, Durchfluss, Druck und Temperatur. Diese müssen kontinuierlich überwacht und in einer Steuerung verarbeitet werden. IFM ist uns schon sehr, sehr lange bekannt in der gesamten Palette von Sensorik. Wir setzen die IFM-Drucksensoren PG deswegen ein, weil diese uns die Druckgrößen in die Prozessleittechnik liefern und über eine quasi analoge Anzeige den Stellenwert eines Druckmanometers darstellen. Die Durchfluss- und Strömungssensoren von IFM kommen auch in unseren Anlagen sehr häufig vor. Hier arbeiten wir mit den kaliometrischen Sensoren, um einfache Durchflussüberwachung zu realisieren, wie auch mit Ultraschall-Durchflussmessgeräten, wo wir eine präzise Durchflussmessung in Kombination mit einer Temperaturmessung nutzen, um die Anlage zu überwachen. Wir setzen auch die Temperatursensoren von IFM ein, die uns auch unmittelbar eine Prozessgröße in die Prozessleittechnik liefern über einen eingeprägten Strom und zusätzlich über eine Vorortanzeige dem Betreiber die aktuelle Temperatur darstellen. Die Anlagen mit den Sensoren sind in sehr vielfältigen Bereichen im Einsatz und deshalb müssen Sensoren natürlich für die entsprechenden Umgebungsbedingungen geeignet sein hinsichtlich ihrer Umgebungstemperaturen und ihrer robusten Konstruktion. Wir sind mit den IFM-Sensoren sehr zufrieden. Die Genauigkeiten und die MTBF-Analysen bewegen uns, IFM zu präferieren.